Ja, dann herzlich willkommen zu Earthlock. Die letzte Session war nicht so richtig erfolgreich. Diese kann nur besser werden. Und ich befürchte, wir müssen noch mal in die Wüste ein bisschen leveln. Ich fürchte, wir müssen noch mal in die Wüste leveln. Von dem Heiltrankzeug eigentlich was herstellen, aber ich glaube, überall fehlte mir irgendwas. Jar of Water. Revenge Poison. Okay, das ist auch ziemlich cool. Jar of Water, überall. Die müsste ich dann quasi erst kaufen. Ja, im Grunde habe ich sowieso nichts, wofür ich mein Geld sonst ausgeben muss. Aber die Sachen findet man eigentlich auch in ausreichender Menge, wenn man jetzt nicht so krass failt, wie ich die letzten Male. Und daher glaube ich, probiere ich es erstmal wieder. Hochgeheilt war ich ja. Ja. Ja, und ich glaube, dann gehen wir echt nochmal durch die Wüste. Nicht lange, aber zwei, drei Runden. Ja, speichern brauche ich jetzt hier hoffentlich nicht. Oh, da waren noch. Die versuche ich ja überall mitzunehmen, wo ich sie nur, wo es nur geht. Da machen wir es gleich nochmal auf zurück. Das sind quasi die Geister der Bäcker. Also nicht zum Brotbacken, sondern zum Unterstützen von Kickstarter-Projekten. Lädt gerade jetzt anscheinend alles noch ein bisschen. Ah, ich glaube, hier ist Nahkampf besser. Zwar blutungsimmun, aber richtig Damage kriegen die schon. Ich glaube, da oben sind auch noch ein paar, die mache ich auch gleich platt. Wieso nicht direkt hier ein bisschen leveln? Da unten drin. Reicht aber, wenn ich eins. Wenn ich einen Hebel drücke. Einen Schalter betätige. Och man, ey. Ich hasse es, wenn die gegenseitig aufeinander schießen, weil sie irgendwie verwirrt sind. Passiert extrem häufig in letzter Zeit. Viele Gegner, die mich verwirren. Was ich hier nochmal probieren werde, ich bin mir immer nicht sicher, ob das hilft, aber versucht den mal einfach zu hauen. Geht das Verwundern weg.
glaube nicht. Ich habe aber noch nicht richtig getroffen. Weitere drei Ghost Tags. Glaube ich davon mittlerweile? Ich glaube, so viel sind es nicht. 15. Na doch, geht schon. 10 noch. So, direkt eine größere Gruppe. Nicht wird das auch was. Sollten jedenfalls insgesamt nicht so stark sein. Curse of Weakness. Ja, ich probiere einfach mal Feuer. Die werden wahrscheinlich zwar hitzeresistent sein, aber... Ja. Ich dachte gerade irgendwie so von wegen, die sind ja wahrscheinlich auch ausgetrocknet, wenn die hier so sind in der Dürre. Und ob jetzt Wasser das Richtige dann ist, denen zu geben, ob es sie schwächt. Sieht doch aber aus, als ob ich da nicht so ein großes Problem hätte, die zu killen. Nee. Da lerne ich irgendwie nie irgendwas. Ich hätte Wasser benutzen sollen, einfach ganz normal. Ganz normales Wasser. Das ist das Lustige, wenn die den Heiler übernehmen, dann führt es in der Regel trotzdem dazu, dass er die umbringt. Oder die halt dann halt. Er will nur was Gutes machen. So, bei sowas gibt es nämlich dann ordentlich Erfahrungspunkte. Violence Plus. Einen neuen Eintrag ins Bistry. Seamorg. Alles klar. Genau, einen Talentpunkt wollte ich noch verteilen. Nein. Habe ich nix. Reduce the time cost of cure. Kann er natürlich nicht. Da ist das nicht so interessant. Gib mir mal einfach ein bisschen Rüstung. Und die nächste Gegnergruppe. Ich war gerade am überlegen, ob ich die Spezialfähigkeit nehmen sollte bei ihr. Richtig brauchen werde ich sie nicht, aber lädt sich auch relativ fix wieder auf.
Elektro scheint richtig gut Schaden zu machen, ey. Ich habe das Gefühl, dass der Heilzauber von ihm immer weniger heilt, so nach und nach. Der Prozentual ist es auf jeden Fall ganz mies. Von dem, was die mittlerweile an HP haben. Ach, jetzt übernehmen noch nicht noch einen. Ach komm. Na. Jetzt die Frage, kill ich ihn quasi mit meiner Heilung oder heile ich lieber Taikan ein bisschen? Ich glaube, ich heile Taikan noch eine Runde. Bond ab. Was haben die jetzt bekommen? Thrill of the Hunt. Okay, Critical Strike Chance plus 2% und 100% mehr Crit Damage. Das ist auf jeden Fall saugeil. Und zwei weitere Talentpunkte. Noch ein bisschen mehr Agility. Okay, kann ich sogar zwei verteilen. Machen wir noch mehr Precision. Und Might. Jetzt irgendwie nicht nach oben drücken auf dem Pad. Ich weiß nicht warum. Das ist kaputt. Links, rechts geht. Nach oben geht nicht. Nach unten geht. Jetzt geht auch wieder nach oben. Oh Gott, liegt es am Spiel oder ist mein Pad mittlerweile kaputt? Oh Gott, die Geister fahren mich hier aber alle noch. Mal gucken, was ich dann da für ein Item bekomme für. Excel Kleinwald. Ach so, das sind die ganzen Namen von den Bäckern. Dark Druid. Ja, ich habe gerade nicht realisiert, warum die so krass viel Schaden gemacht haben, aber klar, es ist jetzt erhöhter Crit-Chance plus erhöhter Crit-Damage und dann geht es ab. Krass auf jeden Fall. Und tschüss, hoffentlich. Ne, der überlebt es noch. Aber jetzt. Da vorne ist noch so eine Geistergruppe. Ach du Scheiße, sind das viele. Kann es sein, dass es die größte Gegnergruppe ist, die ich bisher hatte?
8. Moment. Ich glaube, hier nehme ich jetzt die Utility. Bam. Und nochmal. Ich brauche eigentlich gar nicht für dich irgendwas heilen. Weil du keinen Damage bekommen. Easy going. Oh Gott, da gab es aber richtig viel Zeug. Aber anscheinend kein Level up. Kein Level up. Das waren gar nicht alle. Habe ich vielleicht zu viele gepult und es gibt nur bis 8 Gegner? Butters. Komm, ich halte dich, Butters. Nochmal zwei Ghost Hacks. Müsste eigentlich mittlerweile schon reichen, oder? 26. Ja, es reicht. Die mache ich jetzt nicht platt. Da vorne sind aber noch weitere Geister. Och nein, die Zeit war um. Dann greifen wir ihn trotzdem an. Ja, und dann bekommen die sogar den First Strike. Na also. Ja, nur Zweier-, Dreier-Gruppen bringen halt leider nicht viel. Oh nein, er wirft mit Sand. Das ist leider wirklich ziemlich gut, wie es bei Pokémon auch schon war. Nochmal drei Ghost Tags. Da vorne sind noch mehr Geister. So, alle 6 zusammen. Ja, ich nehme mal den Super Blaster. Zack. Ja, hat sich eigentlich schon mehr oder weniger erledigt. Bill und Grizzly's Ghost. Tschüss, Bill. Es wurde markiert. Thank you.
Level up. So, bei ihm kann ich das... Ach nee, das Resolve will ich auf meinen Heiler haben, natürlich. Natürlich. Er bekommt mehr Might. Ja, eigentlich will ich so langsam zurück, aber solange hier noch viele fiese Geister sind. Die Spezialattacke sind ganz schön viele. Und sie lädt sich ja wirklich schnell wieder auf. Jetzt muss ich aber mal so langsam ein bisschen was wegheilen. Hätte echt richtig viel Schaden bekommen, ey. Der gute Amon. Level up. Den guten Gnad. So, und der bekommt es jetzt extra. So. So, da haben wir noch Geister. Immer schön die Gegnergruppen zusammenpullen. Oh, dieses Elektro-Breath-Zeug ist irgendwie richtig böse. Wobei ich gar nicht weiß, was da am meisten Schaden macht gerade von denen. Weil so richtig die einzelnen Sachen sehen alle nicht so schlimm aus. Kommt halt viel zusammen. Wenn bei mir dann auch keiner angreifen kann. Oh, Taika hat halt insgesamt so wenig HP. Das sieht dann immer so schnell so wenig aus. Dabei halte ich mal selbst. Muss auch mal sein. Oh, ein einzelner Geist. Ich glaube halt davon, die sind wirklich endlich, oder? Oder spawnen die halt auch wieder? Glaube nicht.
Daher will ich da quasi alle bekommen. So, dann habe ich glaube ich jetzt hier erstmal alle und gebe mal die Ghost Tags ab. Mal gucken, was man dafür bekommt. Ah, da sind noch ein paar Geister. Da sind auch noch ein paar Geister. Ah, die kriege ich nicht zusammengepult, oder? Nee. Ich hätte erst da die drei und jetzt habe ich hier die drei. Oh, Crit. Ey, diese Crits sind echt krass. Na komm, ihr macht doch eh keinen Damage. Gebt euch keine Mühe. Komm, habe ich hier demnächst noch eine AR-Attacke? Ne, erst mit dem Hund ist auch noch ein bisschen noch ein Mann. Zweimal Level Up. Tja, was gebe ich ihm? Ich glaube, ein bisschen mehr Magic. So langsam wird's voll, ne? Mach mal noch mehr Precision. Kann nicht schaden. Ich speichere erstmal ab. Nicht, dass jetzt irgendwas Blödes passiert. Thank you so much. Now my burden is somewhat easier knowing they are at peace. Here, take this. It's a KO talent. It guarantees a critical strike if the last strike KO'd the target. Okay, also wenn der letzte Schlag einen Gegner umgehauen hat, dann wird der nächste kritisch. The work is not done still. More of my silent partners still roam Umbra. Can you collect 25 more name tags? Ich muss 25 weitere finden. Wie viel habe ich jetzt? Also das ist gar nicht mehr viel. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal durchlaufen, ob ich hier drin welche vergessen habe. Und dann mache ich aber weiter. Achso, hier sind vor allem erstmal wieder ganz viele Pilze. Probieren wir mit ihr mal auch wieder Nahkampf.
Fire Trap ist ja eigentlich ziemlich gut von ihr. Das sind aber jetzt nicht die, wo man die Ghost Tags bekommt, oder? Nee. Feuer fallen auf alle. Danke. Ach fast, die greifen sonst gar nicht an. Doch, manche. Bei manchen trifft die Feuerfalle, okay. Bei vielen trifft die Feuerfalle. Wenn sie nicht schießen. Und es macht doch so genug Schaden. Hier oben noch was? Geht's auch nur darum? Ja, wahrscheinlich hätte ich hier nicht nochmal durchgemusst. Auch wenn die jetzt nicht so schlimm sind. Ah, hier ist noch eine Truhe. Ne, die ist schon offen. Ah, komm, nehmen wir die drei noch mit. Und ich dachte schon, es hätte sich jetzt doch noch gelohnt. Jede Menge Fallen, die nicht ausgelöst werden. Doch. Man scheint die mit bestimmten Attacken ja noch direkt auslösen zu können. Was ziemlich praktisch ist, wenn die Gegner sich nicht bewegen. Also sie quasi nicht selbst auslösen. Habe ich eigentlich jetzt doch noch welche gefunden? Nee, 20. Ja, damit machen die nicht so richtig. Ein bisschen feinen Stoff. Speicher nochmal, ich habe das letzte Mal viel zu wenig gespeichert.